Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fly for Fun. Heute zeige ich euch ein kleines Update, beziehungsweise mache ich so ein kleines Equipment Update und ich werde meine Awake Changes benutzen. Denn, ich habe mich mal hier ein paar Leute hingestellt, ich glaube die sind alle AFK, ich gehe mal hier raus. Und zwar habe ich mir ein neues Set gekauft. Das Wuggy-Set ist erstmal auf meinen Bildposter. Und zwar habe ich mir jetzt hier ein schönes Nox-Set geholt. Mit sehr guten Erwackungen. Das zeige ich euch einmal kurz hier. Seid mir nicht böse, ich habe jetzt schon, ich hatte ja, wenn man das letzte Video gesehen hatte, wo sind sie? Da. 48 von diesen Event-Dingern aus dem letzten Event rausgeholt, aus dem Schädel-Stein-Papier-Event. Hab dann von den Schuhen, die hatten vorher, also 17, dann hatten sie einmal statt der HP 450, einmal 7 Laufspeed, 9 Geschwindigkeit. Die 11 Crit waren auch drauf und anstatt die 19 Crit waren da aber 5 Laufspeed, meine ich. Da waren glaube ich 5 Laufspeed drauf und die habe ich nach dem zweiten Awake direkt auf plus 19, also heißt den besten Slot, den du haben kannst, bekommen. Entschuldigung, dass ich das nicht mit aufgenommen habe, aber hätte ich das bestimmt mit aufgenommen, wäre das sicherlich nicht plus 19 geworden. Das war einfach so, zack, komm, probier einfach mal ein paar Tries und dann, jo, kam direkt das Beste, also... Das hätten wir eben, weiß nicht, auf das Doppelte gesteigert, so ungefähr. Mit nur 2 Changes. Das ist schon heftig. So, dann habe ich noch, 2 raufgehauen. Wie viel hatte ich da noch? 46, habe ich noch 16 raufgehauen. Achso, den Hut habe ich auch noch gemacht. Den hatte ich zuerst gemacht. Da waren ganz oben, anstatt Star 25, waren da, glaube ich, waren 100 FP drauf. Ja, dann habe ich direkt Star 25 bekommen. Ich so, jo, gut. Das andere Star 25 war schon. 50 Star auf dem Helm. Wäre es zwar schön, wenn es STR wäre, aber na gut, dann haben wir schon ein bisschen mehr Leben halt, ne? Vorher waren wir irgendwie bei 12.000, jetzt sind wir an sich schon mal 21.000. Schon mal eine schöne Steigerung, auch von der Kritrat natürlich schon her, von den Z-Effekten haben wir jetzt natürlich auch. WGZ hat natürlich keine Effekte gehabt, das war ein NPC-Set. Verteidigung natürlich, Def natürlich mehr, irgendwie, ich hatte irgendwie nur 100 Def oder gehabt. Oder 150, also natürlich wesentlich mehr. Und können wir ein bisschen was einstecken. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte eigentlich nur diese Squirts hier verballern. Und zwar habe ich jetzt hier noch 30 Stück von. Und dann habe ich nochmal 30 Stück. Habe ich kurz nachrechnen. Ja, genau, 30 Stück habe ich noch ungebundene. Die würde ich dann aber entweder auf meine Äxte hauen. Oder. Ja, gut, ich werde, weiß nicht, 10. Also, wenn ich mir einen Tiger hole, werde ich da vielleicht 10 oder 15 Stück draufballern und die restlichen packe ich auf die Äxte rauf. Das hier die HP plus 100, 500, da die Star plus 1, die Geschwindigkeit plus 2, dass die weggehen oder... Ich weiß noch nicht, ob ich X überhaupt changen werde, ob ich mir eine bessere hole oder sie selber abhöre. Ich weiß noch nicht, das ist noch ungewiss. Erstmal auf jeden Fall das Set und danach einen Tiger holen. Entweder ein cleanes, also so ein cleanes mit 1, 3, 5, 7, vielleicht 8 oder wenn es natürlich geht auch 9. Aber erweckungsmäßig, also irgendwie so clean oder mit ganz Gummelerweckungen, das ist nicht so teuer, weil wir natürlich changen können. Und zwar zum Changen fliege ich ganz gerne weg, also nicht jetzt hier in Madrigal, also nicht hier in Flaris, sondern ich habe so einen kleinen Ort, wo ich gerne change und da hat es auch direkt geklappt, nach dem zweiten Change direkt plus 19 CD, plus natürlich, nicht minus. So krass, meine Schuhe haben jetzt 47, ich weiß, noch 47, weil 19, 11, direkt schon mal 30 durch 2 Slots. Dann nochmal 17, 47, das ist schon nice. Wir fliegen dazu einmal zu den kleinen Tempel hier, die sicherlich einige von euch kennen, bei den Banks. Und da ist es so eine kleine, ja, es ist das Aberglaube, also es ist eigentlich scheißegal, wo ich das mache, ne? Aber ich sag mir so, ich gehe da so ganz in Ruhe hin, knie da vor dem Altar, mach mal so ein bisschen Fokus Pokus sauber und dann klappt das auch schon. Aber jeder sein. Bei mir hat es sehr gut geklappt. Falls ihr es nachmachen solltet, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch auch geklappt hat. So, ja, da ist er schon. Einmal jetzt halt hier bei den Banks, hier links in den Banks. In Flaris, genau, da sind sie auch schon. Und da unten ist halt so ein kleiner Tal bei dem Fluss der Tränen. Ja, es ist eine Quest im Anfängerbereich, bei Level 20, Level 30. Und dann kannst du dich da irgendwo hin tippen lassen. So genau weiß ich es auch nicht mehr.
So. Wir gehen auf jeden Fall hier hin. Hier ist der kleine Altar. Dann habe ich mich hier bei der Steintafel. Gucken, was entziffern. Mal kurz gucken. Ist da was drauf? Da ist was drauf? Nein. Das gerade hinstellen. Nenü? Merkwürdig. Gerade hinstellen. Ja, gerade sind wir gerade. So, na. So. Dann einmal verbeugen vom Altar. Aber ich könnte mich auch, anders hinstellen. Ich möchte mich auch hier verbeugen. Ich glaube, das mache ich mal. Verbeuge mich hier vor dieser Runentafel. Vielleicht hilft das was. Draußen bei mir herrscht gerade ein Orkan. Ich hoffe, das Haus fliegt nicht weg. So, kurz mal Übung. Also nicht wundern, wie Geräusche. Draußen ein kleiner Orkan, nicht schlimm. Bin ich nicht gerade. Ah, das ist schwierig. So. Ungefähr. So, perfekt. So, wir versuchen. Na gut, auf den Helm würde ich natürlich noch ein bisschen Star. Nicht noch mehr Star. Nochmal 25, habe ich 75 Star auf dem Helm. Läuft, kann ich Tank machen. Wir machen noch ein paar auf dem Helm, also ein bisschen SCR wäre auf jeden Fall nice. So, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Ihr habt ganz mal diese Change Awakening Scroll. Die sind aber jetzt Event, die halt nicht seelengebunden sind, also nicht wundern. Die könnt ihr aus dem Cash Shop kaufen, wenn das jeweilige Event am Laufen ist. Oder ja, wie das letzte Event halt in-game halt durch Sachen sammeln und habt das. So, zweimal raufklicken. Habt ihr so ein kleines Fenster. Dann packt ihr das Item rein, was ihr geschenkt haben wollt. Und dann könnt ihr euch halt eine Sache auswählen, die ihr abgeändert haben wollt. Dann kommen hier die. Dann kriegt ihr zufälligerweise eine neue Erweckung drauf. Kann plus sein, also halt gut, also wie plus 25 Star zum Beispiel oder Dex, Int und sonst irgendwas. Kann FP sein, kann AP sein. Oder halt auch Minus, ne? Also im größten Teil ist es eher Minus. So. Wir haben im Normalfall 5 Erweckungen, das sind die Mutanigen. Früher gab es nur 3, beziehungsweise es konnte es halt, es war unterschiedlich zwischen 3. Aber ich kann es aber jetzt gerade nicht mehr genau sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nur 3 gab. Oder ich glaube, das war so, dass du halt das war von einer Erweckung, konntest halt nur eine draufkriegen. Und in Lucas hast du aber auch 5 drauf gekriegt. Also das war auch der Random. Momentan ist es halt so, dass du immer 5 Erweckungen drauf hast. Deswegen sieht man daran, dass es alte Waffen sind, zum Beispiel jetzt hier, wenn das mal nur 3 Erweckungen hat. Natürlich doof, ne, weil müsstest du neu erwecken, dass er auch 5 Slots hier halt kriegt. Und ich bin mir nicht sicher, wie du einen 6. Vielleicht durch GM Ava, früher konntest du halt durch Events und GM vielleicht einen 6. Ava draufkriegen, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oder es war von Korea Life, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Wie man den 6. bekommen hat oder kriegen kann oder wie auch immer. So, jetzt ist interessant, was machen wir denn weg? Teil SCR will ich behalten, das will ich behalten, das will ich behalten, das will ich behalten. Also machen wir Decks weg, weil ich habe Trefferrate habe ich. Crit-Rate habe ich auch. Was ist denn hier los? Vielleicht bringt er Glück. Und wir klingen auf Start. Mal gucken, mal sehen wir direkt, wie was gekommen. Minus 25 SDR, minus 28 Int, plus 4 Decks, vorher waren plus 13 Decks. Und wir kriegen. Oh, das wäre natürlich schön, aber er bleibt hier stehen. Ja, leider. FP minus 400. Nice. Sieht man auch schön geändert von Dex plus 13 auf zusätzliche FP-Rate plus minus 400. Das kann natürlich kommen, ne, wenn ihr Pech habt. So, dann machen wir das natürlich wieder weg. Wir gucken mal, was da jetzt kommt. Idealerweise natürlich STR plus 28, nicht hier wie minus 20. Ah, ich sehe schon. MP minus 400. Ah. Oh, das ist natürlich mies. Aber ist halt so. Ich glaube, wir machen 5 Stück auf den Helm und dann machen wir auf die Schuhe wieder ein bisschen. Und los. Mal gucken. Oh, schönes rauskommen. Ich glaube, wieder mit was. Oh, Dex minus 16. Nice. Und hat der geht noch einen weiter. Ah, ist ja egal. Zack. Von MP minus 400 auf Dex minus 16. Machen wir weg. Zack. Gucken, was jetzt kommt. Die Tombola.
Einkommen. Den hier. Jawohl, in plus 10. Genau, was ich brauche. Das nächste war auch nicht besser gewesen. Meistens, mies ist halt, wenn das vorige halt irgendwie so höchste Wert ist oder der übrige. Bleibt in der Mitte auf irgendwie minus 19, weiß ich nicht was. Aber in plus 10 ist eigentlich ganz gut. Nee. So, das ist der letzte erstmal auf den Hell. Oh, 25 minus. Oh, komm, der nächste Plus. Ah, es ist nicht gut, das ist nicht gut. Ist nicht schlimm, wir lassen erstmal FP minus 52 drauf. Das ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir mal lieber nach vorne. Ich meine, hier vorne hatte ich bessere Erweckungsmenü. So. Vom Altar knien. Nicht vor dem hier. Der denkt ihn weg. Ich knie eigentlich hier vor dem Altar. Und machen das nochmal auf die Schüchchen. Das tut es auch ganz gut. So, da haben wir natürlich schon einen perfekten. Also den brauche ich nie wieder machen. Der ist einfach perfekt. Den sollte man auch nicht machen, nur eigentlich gar nicht. Also wenn alles andere plus 19 ist, klar, dann kann man natürlich den auch versuchen auf 19 kriegen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wir machen hier die HP auf, von 54 auf hoffentlich 19 Crit. 17 oder 13 oder was wäre ja auch schon nice. Und dann habe ich 71 CD, also 71 Crit Schaden auf offenen Set komplett. Mal gucken, was jetzt kommt. Die Tombola. Mal gucken. Und es wird Death plus 112. Nice. Und da drüber kommt die plus. Ne, da haben wir keinen Crit-Schaden. Ich habe gar keinen Crit-Schaden gesehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das war alles nicht so schlimm. Ich habe mit diesem plus 19 Crit-Schaden so viel plus gemacht. Das ist unfassbar. Weiter geht's. Oh, da war Crit-Schaden plus 5. Oh, minus 17. Geschwindigkeit minus 15, minus 6. Oh, das wäre plus 11. Was kostet nichts? Ah. Minus 200. Na gut. Und dann, na gut, auch wieder Minus. Ah, das war jetzt alles Minus. Mal gucken. Vielleicht auch noch was Gutes. Wir haben jetzt 2 verbraucht. Und weiter geht's. Die Tombola. Oh, Geschwindigkeit 10, 15, 15. Oh, das sind hohe Werte, hohe Werte. Da kommt das, hier kriege ich. Ah, minus 15. Da drüber kommt, ja. Das ist natürlich ärgerlich, dass es ein Minus ist. Das ist ärgerlich. Wäre das Plus gewesen. Oh, wieder so viel Plus gewesen. Und nochmal. Mal sehen. Plus, plus, plus. Sieht gut aus. Minus, plus. Sieht gut aus. Da drüber kommt nochmal. Noch. Oh. Das ist natürlich wieder mies. Na, aber danach kam nichts mehr. Na, schon wieder. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass man wenigstens die Werte schon mal sieht. Manche haben nämlich gar keine Werte. Die kriegen irgendwie nie Crit-Schaden angezeigt. Oder nie Plus. Oder nie, haben noch nie irgendwie 19 gehabt auf den Schuhen, also noch nie irgendwie irgendwas mit 19 oder überhaupt irgendwie so hohen Werten in den Boots gehabt, wo man nicht sagen kann, ob das wirklich an den Boots nochmal liegt, ob man die wegschmeißt oder neue Boots holen, weil es unmöglich ist, irgendwie was raufzukriegen. Es weiß keiner. Aber bei den Boots habe ich so oft jetzt 19 gehabt, Plus und Minus. Und natürlich auch schon bekommen, also es ist richtig geil. Schon wieder 19. Das ist echt unfassbar, was hier von 19er CDs drauf geht. Also auch angezeigt wird. So, 5 Stück haben wir rausgehauen. Wir wollten natürlich alle 30 verballern. Dafür habe ich es ja, ne? Dafür ist es ja da, zum Verballern. Und los geht's. Wieder 19, Alter. Unfassbar. Was kommt hier? Geschwindigkeit, minus 5, nice. Jetzt kommt wieder, ne, kein Crit-Schaden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Brauchen jetzt nur den glücklichen Zufall, dass wir dann die 19 kriegen und das natürlich dann auch Plus ist. Dann habe ich 2x 19. Boah. Ah, da war plus 10 Geschwindigkeit, minus 10 Geschwindigkeit. Ah, kein Crit-Schaden. Vielleicht kommt er jetzt hier oben. Ne, schade. Ah, was sagt er hier? Minus 10. Ah, gut. Würde ich 10 Geschwindigkeit kriegen, würde ich natürlich die 9 Geschwindigkeit dann wegmachen. Wieder minus 17. Boah. Wieder minus 17. Wieder minus 17. Dreimal minus 17. Oh, vier. Boah, viermal. Und alles minus. Das ist heftig. Das ist heftig. Wieder minus 17. Minus 19. Was ist das? Boah. Solche hohen Werte. Aber alles im Minus.
Ich einmal plus minus 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 minus. Das ist traurig. Ist aber alles halb so wild. Wir haben schon unsere gute Erweckung. Wir können es einfach nur steigern. Wir brauchen keine guten. Ja, wir brauchen schon gute, ne? Das ist immer Steigerung. Aber wir haben auf jeden Fall schon sehr gute Erweckungen. Siehst du, dass wir noch gar keine haben und jetzt überhaupt welche drauf haben wollen. Aha. Und weg damit. Plus 7. Oh, wieder zweimal minus 17. Wieder minus 19. Oh, Leute. Jetzt hier plus. Ja, Geschwindigkeit plus 4. Na, immerhin etwas. Das ist schon heftig. Und versuchen wir noch unser Glück. Wieder minus 19. Zweimal minus 19. Leute, was ist da los? Komm, 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 komm. Ich finde halt minus 9. Minus 5. Nur minus. Okay, ich kann. Probieren wir was anderes. Der Altar hat uns schon 19 gegeben. Probieren wir es an einem anderen Altar. Wir können uns überlegen, an welchem wir gehen sollten. Wir gehen klassisch. Aber wir haben. Ich überlege gerade, was es sonst noch für Anhaltspunkte gibt. Ich glaube, wir gehen nicht zum Altar. Wir gehen zu den Bergarbeitern. Und zwar hier. Vielleicht finden die. Vielleicht graben die eine gute Erweckung aus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Fliegen einfach mal kurz dahin. Haben noch keine Steigerung. Helm haben wir auch keine Steigerung, leider. Vorher waren 13 Decks drauf. Jetzt sind wir momentan im Minus. Das ist doof. Fliegen wir mal. 30 Stück haben wir noch. Fliegen wir mal hier hin. Vielleicht können wir uns was Schönes ausgraben. Das, man weiß es nicht. Mal gucken. Plupp. So. Leute. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe hier Rüstung. Die würde ich gerne umändern. Ja. Soll ich ins Zelt gehen? Ich gehe ins Zelt. Kann ich ins Zelt reingehen? Ich möchte gerne ins Zelt rein. Ja, ich möchte gerne ins Zelt reingehen. Hallo. Kann ich ins Zelt reingehen? Kann ich mich da durchbacken? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Da sehen wir, manche Items, manche Objekte kann man sich einfach durchbacken. Ich glaube, das geht hier aber nicht. Hier hinten? Oder ist das dasselbe Objekt? Das wird nicht funktionieren. Ich lasse mich einfach mal hier am Stein hin. Ist okay, Leute? Es ist okay. Danke. Ja doch, sehr. So, grabt ihr mal weiter. Ich erwecke so lange. Ich bin hier der Bauaufseher. Ne, nö, wird dunkel. Jetzt aber schnell. Schuhe. Und. Tombola. Oh, so viel Crit-Schaden. Crit, minus. Hoppala, der war einmal plus. Ah, der plus 52. Ja, okay. Dann gucken wir mal, was hier so was wie Geschwindigkeit minus 9 haben, dass wir das wenigstens wegmachen und einen akzeptablen Wettort kriegen. Weiter geht's. Die Tombola. Minus 9 Geschwindigkeit. Wieder minus 9. HP. Oh, wieder Def. So viel kam jetzt gar kein Crit-Schaden zu sehen. Kein hohen Crit-Schaden. 13, 15, plus. Ah, sehr gut. Plus. Hier kommen Pluswerte raus, Leute. Ich hab nichts gesagt. Nee. Also wir haben noch 10 Stück haben wir noch. 10 Stück. Ja. Und hoffen unser Glück. Minus 19. Dreimal. Boah, Leute. Dreimal minus 19. Das ist heftig. Ah, Def plus 4, cool. Nice. Und Def weg. Minus 19, minus 19. So viel 19 hat Erweckungen. Ist schon ein bisschen gruselig.
Wieder minus 19. Oh, nochmal. Minus 19. Das war auch kein. Ich glaube, das war nicht einmal plus 19 dabei. Auch wenn man es nicht gekriegt hat, aber am Anfang wie plus 19. Es war nicht plus 19 dabei. War nicht dabei. Und nochmal unser Glück. Minus 11, 11. Schon hier fest, minus 8. Wieder minus 19. Minus 1 Geschwindigkeit, okay. Damit könnte ich leben. 6 Stück haben wir noch. Und go! Wieder 2 mal minus 19. Komm, wo ist die plus 19? Die kriegen wir noch. Oder wenigstens einmal kriegt Schaden auch irgendwie 11 oder so. Da würde ich mich auch schon tief drüber freuen. Nein. Und weiter geht's. Tombola. Denkt dran, wir haben immer noch 30 Stück. Die würde ich aber gerne für andere Sachen raushauen. Das ist schade, wenn ich jetzt hier nichts mehr kriegen würde. Natürlich einmal guten Web bekommen und dann kriegt man wieder nie wieder was. Das ist typisch. Minus 17, minus 10. Minus 5. Oh, minus 10 Geschwindigkeit. Nice. Ah, da wären die Kritschaden. Da wäre der Kritschaden. Plus 3. Da wäre er gewesen. Ich muss aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein minus 19 mehr kriegen und dann keine mehr haben. Das wird, oh, da ist plus 15. Jetzt kommt das Plus. Jetzt am Ende kommt das Plus. Plus A. Ah. Okay, das lassen wir, glaube ich, erstmal. Ja, das lassen wir. Das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Versuchen dann unser Glück nochmal auf den Hut. Der muss auf jeden Fall. Also wenn da jetzt nochmal SWSC rauskommen würde, wäre richtig nice. Der Plus natürlich. Und dann nochmal 25 Star. Ist auch nicht schlecht. MP ist nicht so wichtig, aber ein MP würde ich nicht gerne haben. Okay, letzter Versuch. Jetzt 28 ist der. Gönn mir. Es kommt in minus 2. Oh Gott. Ja, danach Chemdex. Das ist aber nicht so schlimm. Und brauchen wir nicht. Ah, ein bisschen Int habe ich noch. MP. Gut, das waren erstmal die 30 Changes. Ich habe noch wieder 30 Stück. Vielleicht vermehrt sich das auch noch. Wir haben geschafft. Ja gut, wieder die 19 CD hätte ich gerne gezeigt. Ist halt aber so, Vorführeffekt, aber versucht, zack, direkt 19. Das will man zeigen. Geht er schief. Egal, wir haben von, was war vorher drauf? HP 54, meine ich, war drauf gewesen. Auf Geschwindigkeit 8, also können wir ein bisschen rennen hier, ohne Quickstep. Ja, schon ein bisschen schnell. Ui. Egal. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.